Immer wieder kann ich in Kommentaren lesen, Mensch, Fugi, gib doch mal eine Prognose ab. Was wird denn an der Börse passieren, statt immer nur die Dinge zu beschreiben? Und ich bin wahnsinnig genug, meine Damen und Herren, das auch wirklich zu machen. Eingedenk der Tatsache, dass die Zukunft ja die unangenehme Tendenz hat, sich nicht an die Prognosen der Gegenwart halten zu wollen. Also das ist immer ein riskantes Spiel, aber wie gesagt, ich versuche es trotzdem einmal, indem ich die derzeitige Ausgangskonstellation mit dem wahrscheinlichsten Szenarien versuche zu verknüpfen. Ob das dann alles so eintritt, ist natürlich eine andere Frage, aber zunächst mal der Versuch, es eben zu tun. Was könnte also passieren? Schauen wir uns zunächst mal an, wie die Commerzbank das sieht. Die sagt ja, wir haben jetzt ja diese Inflationserwartung, die deutlich hier das Sagen hat an der Börse. Wir sehen deswegen die Renditen steigen, wir sehen Reflationstrade, wir sehen also die Erwartung, dass die Inflation deutlich ansteigt, weil die Nachfrage ansteigt, weil die Wirtschaft sich erholt, weil die Corona-Krise bald vorbei ist. So das Motto. Und jetzt eben die Frage, was machen die Anleiherenditen? Ich hatte gestern das zum Thema genommen und die dürften noch weiter steigen, weil eben diese Inflationserwartung noch nicht ihren Hochpunkt erreicht hat, noch nicht wirklich fertig ist, ist so die Commerzbank. Aber das dürfte dann im zweiten Halbjahr anders werden. Und ich sehe das sehr, sehr ähnlich. Ich glaube, es gibt eine große Unterscheidung zwischen dem ersten Halbjahr 2021 und darauf richtet sich jetzt zunächst mal meine Prognose, also nur auf das Jahr 2021. Kann man aber vielleicht Folgeschlüsse dann draus ziehen auf das, was dann kommt. Und in dem zweiten Halbjahr 2021, das ziemlich anders verlaufen dürfte nach meiner Auffassung. Kurz gefasst, das war ja erste Halbjahr 2021 dürfte in diesem bestehenden Mainstream-Denken bestehen bleiben, Reflationstrade, Inflationserwartungen, dementsprechend Stimuluserwartungen, Notenbanken sind weiter unterstützend etc. Dementsprechend dürfte sich da im ersten Halbjahr nicht so wahnsinnig viel ändern, aber das zweite Halbjahr wird dann anders. Die Wirtschaft wird sich erholen, sie wird sich aber wahrscheinlich, dazu gleich mehr, nicht ganz so erholen, wie die Märkte sich das erhoffen. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass die Stimuluswirkungen nachlassen. Wir sehen hier eine Prognose von Goldman Sachs. Die sagen, in Q2 diesen Jahres, also 2021, werden wir den Peak des Stimulus sehen. Und das dürfte dann auch korrespondieren mit zum Beispiel den Kursen an den Aktienmärkten. Ich erwarte, dass wir jetzt vielleicht nochmal Rücksetzer sehen, vor allem an der Wall Street, um dann nochmal ein neues Allzeithoch zu erreichen im zweiten Quartal, bevor es dann im dritten und vierten Quartal deutlich schwieriger wird. Also alleine von der Wirkung des Stimulus. Die Börsen sind ja fast ausschließlich nur noch getrieben von Liquidität, also alleine von dieser Wirkung des Stimulus, die dann eben im Q2 ihren Hochpunkt erreichen wird, könnte man schon diese Ableitung treffen, dass die Aktienmärkte dann im zweiten Quartal nochmal neue Allzeithochs erreichen. Aber, und hier sehen wir Michael Sarve von einer nordischen Bank, Nordea, Makrobond. Hier sehen wir, dass Frühindikatoren schon darauf hindeuten, dass die derzeitigen Anstiege gerade bei den Einkaufsmanager-Indizes wohl nur temporär sein werden. Das ist zwar eine kräftige Erholung, die wir sehen. Wir haben ja gerade im Industriesektor, im Gewerbe haben wir starke Erholung gesehen, im Dienstleistungssektor aufgrund des Lockdowns, vor allem in Europa eher nicht. Aber wir sehen hier eine Unterscheidung, die zum Beispiel gemacht werden kann zwischen den Leading Indicators im Philadelphia Fed Index und den Lagging Indicators, also den vorauseilenden Frühindikatoren und den nachziehenden Indikatoren. Der Arbeitsmarkt zum Beispiel ist ein nachziehender Indikator, reagiert immer etwas später dann auf die Entwicklung der Wirtschaft. Und hier sehen wir, dass offenkundig Downside Risks bestehen für die Einkaufsmanager-Indizes, damit auch für die Wirtschaft insgesamt im zweiten Halbjahr 2021. Mithin werden wir natürlich diese Wirtschaftserholung sehen, jetzt im ersten Halbjahr 2021. Gerade die Amis öffnen ja deutlich stärker schon ihre Wirtschaft als wir hier. Aber sie wird eben dann on the long run doch eher enttäuschend verlaufen. Und das Problem ist, dass die Notenbanken dann ihre Unterstützung laut meiner Prognose zurückfahren. Auch die Staaten den Stimulus zurückfahren bis auf Null. Und dann eben die Wirtschaft doch nicht so toll läuft, das wird dann die Krux sein. Schauen wir uns zunächst mal an, wie es mit der Inflation aussieht. Seht hier die Preise der sogenannten Corona-Verlierer. Hotels, Flugtickets, Mietwagen, Autoversicherung, Bekleidung.
Die sind zwar wieder angestiegen, aber die schießen nicht durch die Decke. Die werden vielleicht wieder auf 100 ansteigen, von wo sie im Dezember 2019 gekommen sind. Also werden irgendwann wieder auf das Niveau zurückkommen, aber eben nicht überschießen. Wir sehen hier, Lohnanstiege haben sich 2020 merklich abgeschwächt. Auch hier dürfte es Steigerung geben, werden aber wahrscheinlich nicht wirklich überschießen. So könnte man prognostizieren. Und wir haben heute jetzt, und das passt natürlich dann in dieses Inflationsnarrativ, die Erzeugerpreise aus Deutschland gesehen, wo wir einen deutlichen Anstieg, viel deutlicher als erwartet, sehen zum Vormonat, plus 1,4%. Das ist ein ziemlich kräftiger Schluck aus der Pulle. Also das unterstützt wieder dieses Inflationsdenken. Die Inflation wird durch die Decke schießen, wird es sehr, sehr stark anziehen. Dementsprechend werden sich die Märkte noch weiter so verhalten. Vor allem dann März, April, wenn eben der Vorjahresvergleich voll reinschlägt und die nominalen Zahlen schon sehr, sehr hoch sein werden. Also dieses Thema wird uns noch lange beschäftigen. Jetzt sehen wir heute die Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland um 9.30 Uhr. Hier sehen wir, Gewerbe war ja immer relativ stark, über 55 sogar. Hier deutlich schwächer Dienstleistung, 9.15 Uhr aus Frankreich schon wichtig, 9.30 Uhr aus Deutschland und dann 10 Uhr aus der Eurozone. Darauf wird zu achten sein. Wir haben dann Aussagen von Villeroy, dem französischen Notenbankchef und Mitglied der EZB. Er sieht kein Risiko des Overheatings, einer Überhitzung der Wirtschaft, und sieht auch kein Risiko einer deutlich erhobenen Inflation mittelfristig gesehen und sagt eben auch, und das ist interessant, Frankreich sollte jetzt graduell den Support, den Stimulus schon reduzieren. Das sind sehr, sehr wichtige Aussagen, die hier getroffen werden. Also man tritt dann schon so langsam auf die Bremse in Erwartung eben dessen, was da kommt. Und Janet Yellen hat sich heute auch geäußert, die nicht nur gesagt hat, die Valuations sind very high an den Märkten, also die Bewertungen sind sehr, sehr hoch. Liegt auch, so sagt sie, an diesem Zero-Commission-Trading. Und sagt dann aber auch, Inflation ist ein Risiko, aber wir haben die Instrumente, dieses Risiko zu kontrollieren. Das ist die Gretchenfrage. A, wird die Inflation doch vielleicht überschießen, entgegen meiner Prognose? Oder B, wenn das der Fall ist, können die Notenbanken dann wirklich mit ihren Instrumentarien das mal eben in den Griff kriegen oder eben nicht? Hier sagt zumindest jetzt ein interessanter Mensch, dass die Fed bald eine Yield Curve Control einführen wird, also irgendwann sagen wird, okay, wenn die Anleiherenditen zu hoch steigen, zum Beispiel die 10-jährige 1,5%, das wären 0,2% mehr als jetzt, dann könnte man die Notbremse ziehen und diese Yield Curve Control machen, also praktisch den Anstieg langlaufender Renditen zu begrenzen, indem man eben Anleihen kauft, damit künstlich eine Nachfrage schafft. Und schauen wir uns mal jetzt die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe an. Für mich jetzt derzeit der Dreh- und Angelpunkt an den Märkten. Dann sind wir über 1,30%. Schauen wir uns mal Sektor-Performance an. Gestern energieschwach, Finanzwerte schwach. Also so ein bisschen das entgegengesetzte Bild. Aber wir sind natürlich in vielen Bereichen auch sehr stark überkauft gewesen, in diesem ganzen Rohstoffsektor überkauft. Aber schauen wir uns vor allem an, warum Gold zum Beispiel fällt. Die 10-jährige Real Yield, also die reale Rendite, Rendite minus Inflation, die wird eben weniger negativ. Das belastet Gold. Das ist ein Faktor. Und dieser Faktor, wir haben also einen Anstieg der realen Renditen. Dieser Faktor führt jetzt dazu, dass die Aktienmärkte aktuell eben nicht mehr durch die Decke schießen, aber True Cost of Capital is increasing, also die Kosten für Kapital steigen, die wahren Kosten für Kapital steigen, der Leitzins bleibt unverändert durch die Notenbanken. Kapitalkosten, Kapitalmarktzinsen und Leitzinsen, ein großer Unterschied. Und das dürfte besonders dann die Tech-Werte treffen, die normalerweise von billigem Geld besonders profitieren, also die Wachstumsunternehmen. Und dieser Vorteil ist jetzt so ein bisschen weg. Wir merken, dass der Nasdaq nicht mehr sich so toll verhält, nicht mehr der Schrittmacher nach oben ist an den Märkten. Wir sehen aber auch, dass jetzt die Staatsanleihen an eine Grenze kommen. Hier sehen wir das maßgebliche ETF TLT, das oben an seine obere Kanalbegrenzung kommt. Also jetzt wird es schwierig. Kommt da jetzt ein Ausbruch, ja oder nein? Wird das hier weiter nach oben gehen? Dann würden die Renditen also weiter steigen. Das ist die große Frage, meine Damen und Herren. Und wir sehen, das sagt hier JP Morgan, dass Hedgefonds schon reagiert haben und eben in den Anstieg der Renditen bei der 10-jährigen Staatsanleihe verkauft haben, Aktien verkauft haben. We did see relatively large net selling as 10-year yields rose sharply. Also
Man sieht hier, dass die Hedgefonds dann auf die Bremse getreten sind, aber natürlich sind nach wie vor Energie- und Finanzwerte in Relation zu anderen Sektoren wie Growth sehr, sehr günstig. Das muss man eben auch sehen, weil die ja eher zu den Corona-Krisen-Verlierern gehörten, während Growth-Werte zu den Gewinnern gehörten. Dementsprechend, wenn die ganze Geschichte sich dann absehbar ändern sollte, dann werden die Energiewerte und die Finanzwerte mehr Potenzial haben als die Wachstumswerte. Schauen wir uns kurzfristig mal den S&P 500 an. Hier haben wir in einem Chart von Michael Silver die Situation, dass es schwieriger wird offenkundig. Wir haben jetzt eine Unterstützung 3860, 3830 Punkte. Wenn die bricht, dann könnten wir durchaus nochmal unter die 3700er Marke fallen. Das könnte nächste Woche vielleicht passieren, denn Sie wissen, wir haben in dieser Woche einen kleinen Verfall. Da verfallen Optionen und da verfallen etwa ein Drittel aller S&P Optionen. 53% der Nasdaq-Optionen und 54% der Optionen auf den Russell 2000, respektive deren maßgebliche ETFs. Also wir sehen, da ist dann auch ein Gamma-Unwind möglich, denn fast alle stehen auf der Long-Seite. Die Broker mussten oder die Market-Maker mussten dann prozyklisch mitgehen, den Index also auch kaufen oder Einzelwerte. Das kann man dann auflösen. Das könnte also nächste Woche passieren, bevor dann gemäß meiner Prognose eben im zweiten Quartal neue Allzeithochs nochmal erreicht werden an den Märkten, die man dann allerdings verkaufen sollte. So zumindest meine Vision, die kann natürlich total falsch sein, meine Damen und Herren. Jedenfalls, um nochmal zu diesem Thema Rohstoff auch zurückzukommen, Energie etc., sehen wir, dass wir da natürlich weit unter dem Durchschnitt sind in Relation zu Assetpreisen, wie zum Beispiel den S&P 500, also Energie etc., die sind Commodities, Rohstoffwerte, wenn man so will, insgesamt, sind also insgesamt noch zu günstig. Und wir haben abschließend hier noch Interessantes, ein Hamburger Forscher sagte, Corona stammt aus dem Labor in Wuhan und er hat dafür viele Punkte genannt, viele Indizien genannt. Er sagt, das ist wissenschaftlich sehr, sehr schwer beweisbar, aber es ist eben auch so, dass hier die Universität Hamburg selbst in einer Pressemitteilung eine eigene Seite hier eingerichtet hat, wo man versucht zu erklären, worum geht es hier, wir wollen Diskussion anregen und vieles spricht in der Tat dafür, dass da schlichtweg, naja, ein Unfall passiert ist in Wuhan. Dort haben ja Forscher auch versucht, mit Coronaviren zu experimentieren, diese Coronaviren für Menschen gefährlicher zu machen. Und das aktuelle Coronavirus hat eine Eigenschaft, die andere Coronaviren nicht haben. Das ist das Entscheidende, kann sich offenkundig an menschliche Zellen besser ankoppeln. Ist also, wenn man so will, eine Fortentwicklung. Dazu gibt es große Zweifel über die tierische Übertragung von der Fledermaus über ein Zwischentier auf den Menschen. Wo soll das sein? Das hat man bisher nicht nachweisen können. Die erste Infektion bei einer Wissenschaftlerin des Labors in Wuhan etc. etc. Also das ist schon ein echter Hammer. Das ist eine echte Bombe. Die Amerikaner hatten ja laut Geheimdienstinformationen das schon sehr früh vermutet, wollten das allerdings über Pompeo, Trump politisch instrumentalisieren. Die Chinesen sollen Schadensersatz zahlen. Darum geht es nicht. Es geht jetzt darum, wirklich die Ursache zu finden und zu gucken, in welche Richtung müssen wir weiter forschen, um wirklich hier zu erkennen, was die Ursache war, um dann möglicherweise folgende Unfälle aus solchen Situationen zu vermeiden. Das soll es also erstmal gewesen sein. Ich erwarte weiter das Narrativ im ersten Halbjahr 2021, wie letztendlich im Jahr 2020 in der zweiten Jahreshälfte oder ab November auch. Und dann wird sich etwas grundlegend ändern 2021. Die Unterstützung der Notenbanken wird zurückgefahren, die Stimuli der Staaten werden zurückgefahren. Gleichzeitig wird die Wirtschaft sich zwar erholt haben, aber nicht so gut laufen, wie man sich das jetzt vorstellt, sodass die Zahlen der Unternehmen nicht so gut sind, wie man sich das vorstellt. Gleichzeitig die Unterstützung wegfällt, eben durch die Liquidität, durch Notenbanken und Staaten. Und dann wird es für die Aktien deutlich schwieriger. So, mein Ansatz kann total falsch sein. Ich kann mich total irren, total möglich. Bin ich sogar wahrscheinlich, aber es ist zumindest ein Szenario, das eine gewisse Logik in sich hat. Ich wünsche einen guten Start in diesen letzten Handelstag der Woche und sage Servus und Ciao.